Hallo und herzlich willkommen bei Table Schmock. Heute schauen wir uns mal an, was in den nächsten Wochen so alles auf dem Zettel steht. Tja, so schnell kann es gehen. Kaum hatten wir mal 2 Wochen Urlaub, schon ist Ostern vorbei und Ende April steht auf dem Zettel. Das heißt, das Jahr ist auch schon zu einem Drittel rum. Das ging fix. Das ging sehr fix. Höchste Zeit also, zum Start in die zweite Staffel Table Schmock mal zu schauen, was steht eigentlich auf dem Zettel, was liegt für die nächsten Wochen und Monate so an und natürlich auch zu horchen, was ihr so gerne haben möchtet. In der letzten Woche habe ich eine kleine Umfrage hier bei YouTube gestartet und wollte von euch wissen, was interessiert euch denn, was wollt ihr denn gerne sehen? Wollt ihr ein bisschen 7-jährigen Krieg sehen? Wollt ihr ein bisschen ACW sehen oder wollt ihr was zum Napo haben? Was nicht heißt, dass sich der Kanal ausschließlich auf diese Themen jetzt beschränkt für die nächsten Wochen, aber das ist dann schon so mehr oder weniger der Staffelschwerpunkt. Und es haben viele Leute von euch teilgenommen. Vielen Dank für jede Stimme, vielen Dank für jeden Kommentar. Und wir haben ein Ergebnis tatsächlich vorliegen und da wird es dann auch bald in die Richtung gehen. Mehr dazu erfahrt ihr gleich. Der 7-jährige Krieg hat 20% aller Stimmen bekommen. Der amerikanische Bürgerkrieg hat 30% aller Stimmen bekommen und Napo hat wenig erwartend gewonnen mit 37% aller Stimmen. In den Kommentaren zu dieser Umfrage gab es natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, Mensch, das von mir gewünschte Regelwerk oder die von mir gewünschte Epoche ist nicht dabei. Ich hätte gern was anderes. Da kam relativ häufig das Thema Maske zum Tomahawks auf. Ja, es ist ein spannendes Ding und es gibt auch ein schönes Buch. Und ich glaube, der ein oder andere von euch könnte vielleicht glücklich werden mit dem, was da in Zukunft passieren wird. Also ist für die nächsten Wochen das Napoleonische der Schwerpunkt von diesem Kanal, was natürlich nicht heißt, dass es ausschließlich um diese Epoche geht. Das ein oder andere Thema habe ich hier schon auf dem Maltisch stehen. Das schauen wir uns noch an, nächste Woche zum Beispiel, aber dazu später mehr. Also Napo. Was machen wir denn Schönes mit Napo? Wir haben ja relativ viele Möglichkeiten, von klein bis groß, von riesig bis winzig, keine Ahnung. Die große Frage, die im Raum steht, ist, braucht die Welt wirklich noch ein Black Powder Spiel Tutorial? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es ein gutes deutsches gibt. Und ich weiß auch nicht, ob Black Powder wirklich das Gute zum Einstieg ist. Ich hader da mal ein bisschen mit, weil mir persönlich Black Powder nicht so sehr zusagt. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Black Powder ist das einzige Spielsystem, was dem ganzen Thema historischen Wargaming in den Regalen der Händler tatsächlich Präsenz verleiht. Da steht eine große Box. Und zwar in praktisch jedem Laden. Zumindest in jedem, der irgendwas mit Warlord macht. Und das alleine ist total wichtig. Weil man dann sieht, okay, es gibt halt diesen ganzen Warhammer-Kram und andere Sachen und sowas. Aber es steht halt auch hier Napo oder ACW oder jetzt bald auch Pike & Shot. Diese Boxen, die sind haptisch. Die sind da. Und egal, ob man will oder nicht, man sieht sie dann halt einfach. Und das ist ein riesengroßer Punkt, ein Pluspunkt für die ganze Geschichte. Und deswegen, glaube ich, fangen ja auch so viele mit Black Powder an, weil sie sagen, okay, das ist einfach, die Regeln sind so ein bisschen vertraut. Wenn man das mal ausprobiert hat, dann stellt man relativ schnell fest, okay, wir würfeln ein bisschen hin und her und die Mechanismen sind alle jetzt nicht so wahnsinnig neu und auch vor allen Dingen nicht so wahnsinnig unbekannt, wenn man nicht aus dem Historischen kommt. Und deswegen hader ich immer mit mir, ob ich mehr zu dem Spielsystem machen soll oder eher nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich könnte was machen. Ich könnte ein Tutorial machen, wenn da Interesse besteht. Das wird kein Tutorial-Spielbericht sein, weil den gibt es schon, sogar hier auf dem Kanal. Und das wird wahrscheinlich eher so ein narratives Tutorial sein. Vielleicht mal was anderes ausprobieren. Mal schauen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt nötig ist. Ob das überhaupt sein muss. Noch ein Black Powder-Video. Keine Ahnung. Bin ich ein bisschen unentschlossen und kämpfe ich noch ein bisschen mit mir. Vielleicht habt ihr ja eine Meinung. Ansonsten haben wir natürlich immer noch ganz, ganz viele andere Optionen, was Napo angeht. Wir könnten was zu Blücher machen. Das habe ich vor ein paar Jahren mit meinem Kumpel Michael zusammen auf der Red Lion Con präsentiert. Das ist ein ganz tolles Spielsystem von Sam Mustafa, der ganz viele tolle Spielsysteme schreibt. Und das ist spannend, das ist aber auch wieder halt Nische in der Nische. Das geht nur auf die eine Art und Weise und ist, glaube ich, auch nicht was für alle. Genauso wie Essence Resultat, falls es so ausgesprochen wird, ich kann wie gesagt kein Wort Französisch sprechen. Das ist ein großtaktisches Spiel tatsächlich, wo es ganz viel um Manöver, Bewegung und Planung geht.
Finde ich super spannend. Das Regelwerk dazu habe ich mir mal besorgt. Aber das sieht auf dem Tisch irgendwie nach nichts aus. Aber das kann ich euch ja mal zeigen. Und dann kann ich euch vielleicht aufzeigen, was so der Knoten in meinem Kopf damit ist. Das wirkt alles so nach... Das Spielfeld ist so klein, obwohl es ja ein großtaktisches Spiel ist. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie was Sinnvolleres von machen kann. Nicht, dass es unrealistisch wäre, aber es sieht irgendwie so ein bisschen gedrängt aus alles, wenn man sich da Spiele von anschaut. Naja gut, wir schweifen ab. Wir schweifen jetzt schon ab. Das ist ja auch eine super Sache. Nach 10 Minuten oder 5 Minuten, ich weiß gar nicht, sind wir schon das erste Mal abgeschwurft. Naja, also, was ich aber konkret weiß zum Thema Napo, ist Folgendes. Ich stelle mal kurz meine Tasse weg. Wir werden Folgendes tun. Und zwar habe ich hier so ein blaues Buch, so blaue Karten und so ein braunes Buch. Wir werden Muskets and Tomahawks spielen. Und weil wir ja Napo sind, Chacos und Bajonette. In den jeweils wunderschön aufbereiteten deutschen Übersetzungen von Studio Tomahawk, weil ich höre ja immer wieder, oh, ich kann kein englisches Spiel spielen, weil ich kein Englisch spreche, weil ich keine Lust habe, Englisch zu lesen. Ja gut, okay. Ja, lassen wir mal dahingestellt. Hier gibt es keine Ausrede für Deutsch. Und was machen wir damit? Wir machen das natürlich nicht aus Langeweile, sondern es gibt ein Projekt, das mir schon seit 3 Jahren im Kopf rumspukt. Und ich habe mal drüber nachgedacht. Ich habe auch, glaube ich, in einem Schmock-Vlog drüber nachgedacht, hier auf dem Kanal. Und zwar ist das entstanden, als ich im Urlaub war. Bei dem einen oder anderen klingeln jetzt vielleicht schon ein paar Alarmglocken. Ich war auf Spiekeroog und bin dort völlig unverhofft, ich hatte mich da jetzt nicht wirklich drüber informiert, über die Franzosenschanze gestolpert. Und die Franzosenschanze sind die Überreste, heute noch gut sichtbar, leider nicht so wirklich erreichbar, von einer französischen Garnison auf Spiekeroog tatsächlich. Und dort gab es spannenderweise, das wäre ja allein schon witzig genug gewesen, spannenderweise gab es aber im Sommer 1812 tatsächlich einen Landungsversuch der Briten, die versucht haben, diese Garnison zu nehmen. Das ist zwar gescheitert, aber irgendwie eine spannende Geschichte. Und dazu gibt es, ich lehne mich mal wieder aus dem Bild, wie man das professionellerweise so macht, dazu gibt es einen Roman, einen ganz kleinen Roman, der heißt Angriff auf Spiekeroog, der Kampf um die Franzosenschanze. Und dieser Roman basiert zum größten Teil auf den wenigen Informationen, die es gibt. Es gibt die Berichte der britischen Offiziere tatsächlich. Und es gibt als deutsche Sekundärliteratur das Thema Spiekeroog, die Geschichte einer ostfriesischen Insel. Und in diesem uralten Buch befinden sich tatsächlich 15 Seiten zum Thema Spiekeroog während der Franzosenzeit. Also 1810 bis 1815, glaube ich, oder 1814 war die Besetzung. Und hier stehen Informationen dazu drin, nicht nur wie die Insel zu der Zeit aussah, also die Insel hat sich jetzt nicht so wahnsinnig viel verändert, aber natürlich die paar Häuser da, wie wenig Menschen tatsächlich auf dieser Insel gelebt haben zu der Zeit, das waren unter 200. Und auch so ein bisschen Informationen zur Sollstärke der einzelnen Truppen, die da gekämpft haben. Viel war es nicht, das verrate ich schon mal. Und deswegen passt es vielleicht ganz gut zu Chacos und Bajonette, weil wir haben knapp 100 Briten, die angreifen, ich glaube paar 80 Mann, ich habe es nicht genau im Kopf, und weniger als die Hälfte Franzosen, die diese Garnison verteidigen. Aber die hatten dafür ein paar Kanonen. Und da dieser Angriff tatsächlich stattgefunden hat, finde ich das irgendwie witzig. Und das Gute ist, ich war halt da und ich weiß, wie es da vor Ort aussieht. Ich habe auch Fotos gemacht von diesem ganzen Bereich, in dem diese Kämpfe stattgefunden haben. Und ich glaube, es würde mich mal wirklich mal verlocken, zu sagen, wir machen da mal ein Projekt für. Vielleicht kann man das ja sogar irgendwo präsentieren, wenn das vorzeigbar wird. Und das werde ich angehen. Dazu wird es dann wahrscheinlich Projekt-Vlogs geben, dass ich sage, okay, ich arbeite einfach mal dran. Wie lange das dauert, keine Ahnung. Ich treibe das Thema jetzt einfach mal vor mir her. Wie gesagt, seit 3 Jahren überlege ich mir das und jetzt ist es tatsächlich soweit, jetzt wird es konkret. Und das Beste ist, was braucht man denn eigentlich alles für so eine Geschichte? Also man muss erstmal wissen, worum geht es. Ein paar Bücher,
Super. Dann muss man natürlich wissen, wenn man so ein Szenario machen will, schönes Geräusch, ein Szenario machen will, muss man natürlich wissen, womit spiele ich das? Ich hatte erst überlegt, das mit Sharp Practice zu spielen. Ja, aber da haben wir dann wieder das Problem, dass viele Leute sagen, ich kann kein Englisch. Und naja, es bietet sich ja an, Chakos und Bajonette zu nehmen. Von daher probieren wir es damit mal. Wenn es sich damit nicht vernünftig umsetzen lässt oder das Spiel damit einfach langweilig ist oder viel zu lange dauert, dann machen wir halt was anderes. Aber das ist erstmal die grobe Idee. Also, Großscharmützel, ne? Großskirmisch, immer irgendwas so bis 100 Figuren. Dann brauchen wir eine Platte, auf der das Ganze stattfindet. Und da werde ich natürlich wieder eine Matte machen. Ich bin mit meiner Matte, die ich gebastelt habe, für die ich auch das Tutorial-Video gemacht habe und die ich in Braunschweig dabei hatte, sehr zufrieden gewesen. Und ein, zwei Kleinigkeiten gibt es noch, an denen ich noch ein bisschen feilen muss. So nach 10 Stunden Spielbetrieb hat man dann doch ein bisschen grüne Fingerkuppen, was kein Problem ist. Aber man merkt, okay, das ist noch nicht das Ende vom Lied. Das ist zwar schon ein guter Anfang, aber es wäre ja zu einfach, wenn das nach 20 Minuten Arbeit einfach fertig wäre. Von daher warten wir mal ab, ob wir in die Richtung noch weitergehen. Aber diese ganzen Salzgräser und dieser ganze Kram, der da auf der Insel in der Nordsee wächst, der ist natürlich prädestiniert dafür, mit so einer Matte dargestellt zu werden. Wir haben immer wieder Gräben dazwischen und natürlich auch irgendwo mal Wasser. Aber das ist, glaube ich, die nächste Stufe zu sagen, okay, ich versuche mal so eine Matte zu machen, die halt verschiedene echte Gräben drin hat und diese Schanze halt irgendwo in der Mitte steht. Gut, die wird sicherlich aufgesetzt sein. Und dann halt vielleicht auch in die Düne ausläuft und dort dann halt vielleicht noch ein bisschen Strand und auf jeden Fall Wasser sichtbar ist. Mal gucken, wo uns das hinführt. Aber ich glaube, das könnte wirklich gut funktionieren. Das könnte wirklich gut funktionieren. Also, Platte braucht man natürlich auch. Dann fehlen noch zwei Sachen. Man braucht natürlich Figuren, mit denen man das irgendwie macht. Stellt sich keine Fragen. Die braucht man. Und da habe ich überlegt, was machst du denn? Es würde sich ja anbieten, so ein Chakos und Bajonette Projekt nicht in 6 mm zu machen, weil das halt einfach, wir brauchen Einzelfiguren. Das heißt, wir brauchen mindestens 10 mm. Besser 15 oder sowas. Ob ich 28 machen will, weiß ich nicht, weil dann wird das Spielfeld wieder so klein. Jedenfalls bin ich ein bisschen auf die Suche gegangen, weil es wichtig ist für so ein napoleonisches Landungsunternehmen. Wir brauchen natürlich Boote. Und es gibt auch Boote, ja, auch 28 mm. Die sind aber recht teuer. Die sind wirklich teuer. Und da brauche ich ja 16 oder 17 Stück von, weil so viele Boote haben bei der Landung tatsächlich teilgenommen. Und die alleine würden in 28 mm so viel Platz wegnehmen, dass ich wahrscheinlich drei Platten nebeneinander stellen müsste, nur um irgendwie die Boote darzustellen. Also funktioniert nicht. Und dann gehe ich nochmal kurz aus dem Bild. Dachte ich mir, was ist denn mit Henry Turner? Der hat doch auch Boote gemacht. Hier zum Beispiel ein wunderschönes napoleonisch-britisches Ruderboot mit bewaffneten Seeleuten. Ein paar rudern, ein paar sitzen in der Mitte, haben ein Gewehr in der Hand. Das wäre doch eine gute Sache. Das ist jetzt gedruckt auf ungefähr 10, 11 mm Größe. Das ist jetzt nicht 6 mm, sondern so 10 oder 11. Und das ist, glaube ich, eine Größe, die mir gut gefallen könnte. Jetzt habe ich mir schon ein paar einzeln stehende, kämpfende Seemänner, oder Seeleute heißt es ja, gedruckt. Und wir brauchen natürlich auch ein bisschen reguläre Infanterie, die auch dann teilgenommen hat. Und ich werde jetzt erstmal probieren, ob das in, ich sage jetzt einfach mal, rund 10 mm handelbar ist. Also ob Chakos und Bajonette in so einem kleinen Maßstab machbar ist oder ob das zu fisselig wird mit den Figuren, gerade wenn man dann als Verluste Figuren entfernen muss. Schauen wir mal. Wenn das klappt, fände ich es, glaube ich, cool. Wenn nicht, muss ich mir was anderes einfallen lassen. Aber diese Boot-Thematik ist natürlich großartig, weil die spart jede Menge Geld, jede Menge Zeit und jede Menge Nerven. Und das ist natürlich genau das, was man braucht, wenn man für, ich sag mal, nur ein Szenario irgendwie diese Boote, die braucht man sonst nie wieder für nichts. Und da wäre es irgendwie blöd, für jedes Boot irgendwie 50 Euro auszugeben. So dicke habe ich es dann auch nicht. Also, Henry Turner Figuren, ich finde die Dinger sowieso total großartig. Und von daher war es echt ein Glücksfall, dass der natürlich Boote und Seemänner hatte, die kämpfen. Großartig. Und wenn man jetzt natürlich die Figuren hat, dann ist man ja schon auf einem guten Weg. Dann fehlt nur noch eins.
das Szenario. Und das Szenario ist natürlich, und das ist mir immer wichtig, du musst irgendwie eine Entscheidung treffen können. Und du brauchst eine Unsicherheit in dem Spiel. Ne? Beide Parteien brauchen eine Chance. Ne? Brauchen sie die wirklich? Wenn sie die historisch nicht gehabt haben, warum sollten sie die auf dem Szenario haben? Aber du musst eine Entscheidung treffen können. Und zwar ist es so gewesen, in der Schlacht um Spiekeroog, im Kampf, im Scharmützel um Spiekeroog, dass die Briten nachts die Garnison natürlich überfallen haben, weil tagsüber ist es viel zu gefährlich. Und die Franzosen wussten nicht, von wo die Briten kommen. Und das ist natürlich relativ einfach, bis irgendwann ein Schuss brach, weil die Parole nicht erwidert wurde. Und genau so wird es sein. Das heißt, das Szenario, was mir im Kopf vorschwebt, ist, wir haben eine strategische Karte der Insel. Der Franzose hat keine Wahl, der steht im Fort und hat Patrouillen. Und der Brite wird sich aussuchen können, an welchen von zwei, drei verschiedenen Landungspunkten er anlandet und von wo er sich, wohin er sich von da aus bewegt. Das Ganze wird dann doppelblind stattfinden, das heißt Kartenbewegung. Der Franzose schickt seine Patrouillen, der Brite marschiert durch die Nacht und versucht halt irgendwie zum Fort zu kommen, um es im Handstreich zu nehmen. Und sobald die Patrouillen aufeinander treffen, knallt es dann einfach. Oder sobald die Briten, ohne auf eine Patrouille zu treffen, an der Schanze angekommen sind, knallt es dann da und dann können die Patrouillen immer noch in die Mitte kommen. So ist es, glaube ich, ganz cool. So weiß keiner so richtig, wo ist der Gegner. Und so haben wir auch verschiedene Szenariomöglichkeiten. Erstmal haben wir die Möglichkeit, dass die Briten relativ früh aufgeklärt werden und das Gefecht außerhalb der Schanze stattfindet und sich zur Schanze hinarbeiten muss. Oder wir haben die Möglichkeit, das könnte auch echt spannend sein, dass die Schanze angegriffen wird und dass es da anfängt zu knallen und dass die Patrouillen der Franzosen halt von außen wieder zur Schanze zurückgehen und die Briten dann halt auch nicht wissen, die stehen dann zwar in der Mitte, aber die wissen nicht, von wo kommt der Rest der Franzosen auf die Karte. Also ich glaube, das könnte in die Richtung gehen und ich glaube, das ist auch eine gute Idee. Und das könnte, glaube ich, spannende Szenarien generieren. Das Ganze darf natürlich nicht zu komplex sein, aber auf diese Art und Weise kann man ja mit einer Kartenbewegung machen, indem man halt einfach Felder hat. Naja, ihr kennt das ja. Ich glaube, das könnte spannend werden und halt nicht ganz so langweilig. Und da die Schlacht auch, Schlacht, ich sage immer Schlacht, es ist ja nur ein Scharmützel gewesen, da das Scharmützel jetzt auch nicht so wahnsinnig tiefgreifende Konsequenzen hatte, ist das, glaube ich, okay, wenn man da so ein bisschen mehr draus macht. Das passt, glaube ich, schon. Okay, so viel also zum Thema Napo und dem Spiekeroog-Projekt. Freue ich mich schon drauf, wird bestimmt witzig. Was haben wir die nächsten Wochen noch vor? Nächste Woche gibt es gleich zum Start in die neue Staffel was nichts mit Napo zu tun hat. Und zwar hat Henry Turner mir netterweise die Figuren geschickt oder zumindest einen Auszug der Figuren, die in seinem neuen Kickstarter zum 100-jährigen Krieg vorhanden sein werden. Das bedeutet, in der nächsten Woche, am 28., glaube ich, startet sein neuer Kickstarter. Europe Asunder, 100 Years War. 100-jähriger Krieg, 6 mm Figuren zum selber drucken. Das, was ich bis jetzt davon gesehen habe, gefällt mir sehr gut. Das ist der übliche Stil, den Henry Turner hat. Die Gesichter sind ein bisschen fleischig, aber ausmodelliert. Die Figuren haben viele Details. Ich habe jetzt sämtliche berittene Ritter. Genau. Reitende Ritter. Berittene Ritter gedruckt. Alle cool, keinen einzigen Druckfehler, aber es ist bei den Henry Turner Figuren sowieso so, dass man die mit vernünftigen Druckereinstellungen und einem vernünftigen Resin völlig fehlerfrei drausdrucken kann, egal wie viele. Und ich glaube, seitdem ich den neuen Mars 2 Pro da stehen habe, seitdem habe ich nicht einen Druckfehler bei den Henry Turner Figuren gehabt. Also geil. Nächste Woche zeige ich euch die Figuren, zumindest die Ritter. Ich bemale ein paar, wir reden ein bisschen drüber und schauen uns die an. Und das ist eine coole Sache. An der Stelle nochmal, Henry, Dankeschön, dass du mir das zur Verfügung gestellt hast. Ich bin ein großer Freund von und ich gebe das gerne weiter, diese Information. Und nachdem wir dann in der nächsten Woche ganz kurz ins Mittelalter abgebogen sind, kommen wir dann gleich wieder zurück zum Thema Napo. Ich werde also jetzt beginnen mit der Arbeit an dem Spiekeroog-Szenario und dann gehe ich mal in mich, in das Thema, wollen wir in Regelwerke reinschauen, wollen wir über Regelwerke sprechen, soll ich Regelwerke zeigen? Und dann halt in das Thema Spielberichte natürlich auch wieder. Wir haben jetzt am Wochenende ein kleines Spiel, Franzosen gegen Österreicher. Ich gucke mal, da werden wir keinen kompletten Spielbericht von machen, aber vielleicht mache ich ein paar Aufnahmen, dass wir einen kleinen Auszug machen oder ich nehme es einfach
mit einer Top-Kamera auf. Und also mit einer von oben. Das ist keine Top-Kamera, sondern eine, die von oben guckt. Und kommentierst danach. Mal gucken, was wir machen. Aber ich sehe mal zu, dass ich da irgendwie ein bisschen Bewegtmaterial einfangen kann. Und dann natürlich gibt es noch ein Thema, was mir in den Kommentaren ab und zu begegnet, was ich spannend finde. Die Idee zu sagen, eine Schlacht oder ein Szenario mit verschiedenen Regelwerken parallel darstellen. Das heißt, man sagt, man guckt sich, keine Ahnung, ich sage jetzt nicht Spiekeroog, weil das ist jetzt langsam abgenutzt, irgendeine Schlacht an, völlig egal welche, und spielt die mal mit dem einen Regelwerk, dann dem Regelwerk und dann dem Regelwerk. Und bestenfalls sind diese Regelwerke relativ weit auseinander. Das heißt, man nimmt irgendwas aus den 80ern, man nimmt irgendwas aus der Jahrtausendwende und man nimmt irgendwas aus der heutigen Zeit, um zu gucken, wie verändern Regelwerke den Ausgang einer Schlacht und wie entwickelt sich das Thema Tabletop, Miniaturen, Schlachten, Regelwerke über die letzten, ich sag mal, 40 Jahre oder sowas. Ich finde das super spannend, das ist natürlich aufwendig, da muss man sich mal ein bisschen Zeit für nehmen und am besten alles so in einem wegspielen. Ich gucke mal, wann ich das hinkriege, aber ich finde das Thema super spannend und ich glaube, das könnte echt eine coole Sache sein. Ja, das arbeitet so ein bisschen in mir, das Thema, aber ich finde das wirklich spannend und werde das irgendwie mal verfolgen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie man das wirklich clever umsetzen kann, ob man da ein Spiele-Event für machen muss, dass man sagt, okay, man holt Leute an die Platte, stellt drei Platten nebeneinander, dann dreimal dieselben Aufstellungen, dieselben Armeen und dann kriegt der eine das eine Regelwerk, der andere das andere Regelwerk und der nächste das dritte Regelwerk. Oder ob man sagt, man spielt es mit denselben Spielern nacheinander, einen Tag das, nächsten Tag das, nächsten Tag das. Aber ich glaube, da darf es nicht allzu weit auseinander liegen. Bestenfalls einen ganzen Tag, aber drei große Spiele an einem Tag, ich weiß nicht, ob das machbar ist. Weil es muss am Ende ja auch noch ein bisschen Gehirnschmalz überbleiben und es darf nicht zu anstrengend sein. Ja, und ansonsten male ich noch nebenbei ein bisschen. Ich habe jetzt nochmal ein paar napoleonische Kürassiere ausgedruckt, weil meine 6mm Franzosen brauchen dringend Kavallerieunterstützung, weil sie haben noch zu wenig. Infanterie habe ich reichlich da, aber Kavallerie habe ich noch zu wenig, deswegen jetzt erstmal Kürassiere ausgedrückt und dann noch Jäger, die dann auch noch warten, und Dragoner, damit das auch mal wieder ein bisschen vorwärts geht. Und während ich an den Franzosen male, ist Janis fleißig, der hat ja seine Briten fertig, bis auf die Kavallerie. Und Österreicher sind auch fertig und die Österreicher werden wir jetzt am Wochenende das erste Mal ins Gefecht führen. Ich bin sehr gespannt, weil es ja doch schon anders ist, gegen Österreicher zu kämpfen als gegen Engländer. Sind halt verschiedene, naja, Epochen, es ist ja dieselbe Epoche, aber wir sprechen jetzt halt nicht von 1815, sondern von der Zeit deutlich früher. Und da ist das eine oder andere doch anders und die Österreicher haben relativ große Einheiten, die dann in der Regel nicht so wahnsinnig gut sind. Bin mal gespannt, wie sich die Franzosen da schlagen werden und ich bin auch sehr gespannt, wie sich die Österreicher schlagen werden. Aber das erfahrt ihr dann natürlich, wenn es den Spielbericht irgendwann geben sollte. Weil, wie gesagt, ich verspreche es jetzt nicht, dass ich da was Sinnvolles draus mache, aber ich versuche es und gucke einfach am Ende mal, was da rauskommt. Ja, so, jetzt habe ich eine halbe Stunde dummes Zeug erzählt und wir sind alle fast genauso schlau wie vorher. Ich werde mir jetzt die Chakos und Bajonette und Muskets und Tomahawks Regeln schnappen, werde mir die mal in Ruhe anschauen und dann denke ich mal drüber nach, wie wir das in einem kleinen Maßstab sinnvoll präsentieren können, damit am Ende auch was Vernünftiges bei rauskommt. Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende, morgen soll das Wetter richtig schön werden, das heißt, nutzt die Zeit, geht raus und macht was Schönes und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier bei Tabletschmuck.